Hallihallo, hallöle Leute, da sind wir auch wieder im zweiten Teil von Let's Play Minecraft auf dem Kanal Let's Watch. So, jetzt wollen wir hier mal die Absteige weitermachen. Wir beim letzten Mal ja wollten wir hier so zahlreich eigentlich hier das Erdloch aushöhlen. Aber da haben wir Panik gekriegt, sind lieber in die Hütte gerannt und haben uns wahrscheinlich irgendwie kauernd in die Ecke gehangen und geweint. Für Leute, die Minecraft nicht kennen, das Sound, oder der Sound ist das ja eher, oder das Soundereignis, ist dafür zuständig zu sagen, dass einfach irgendwo eine Höhle in der Nähe ist. Oder ist das Kohle? Ich kann mich da gar nicht jetzt festsetzen, das ist Kohle. Cool. Das heißt, das was ich schon gesehen hatte, ist Kohle. Okay, das sieht hier anders in dem Texture Pack aus. Ich habe jetzt zwei Texture Packs. Zeige ich euch dann auch wahrscheinlich, dass wir das mal in ein oder zwei Parts dann machen. Oder so variantenmäßig so hin und her springen. Kann man ja machen. Denke mal, ist nicht schlimm. Solange es der Übersichtlichkeit noch Gebilde leistet. Hopp. Schnell rein. Und dicht machen. So. Dann sagen wir mal... Vier Stickies, ja, sagen wir mal 16 Fackeln. Das Holz können wir dazu rausnehmen und hier die Kohle reinstecken. Denn Öfen lassen sich nicht nur durch Holz, sondern auch durch Kohle befeuern. Also, wie man das jetzt auch sagen mag. So. Zack. Ich hoffe, die Sonne geht bald auf. Währenddessen können wir uns noch Steinwerkzeuge craften. Ein Schwert brauchen wir erstmal aus Stein. So. Ich kann das erstmal wieder in den See geschmissen. Oh, ich meine nicht in den See. Das wäre Naturverschmutzung, was wir machen. Umweltverschmutzung. Das machen wir einfach anders. Das, schmeißen wir ganz leicht weg. Muss ja keiner wissen. So, dann haben wir Schaufeln. Und dann fehlen nur noch jeweils zwei Spitzhacken für die Arbeit unter Tage. So. Würde ich mal sagen, wir pirschen mal langsam mit unserem Steinwerkzeug hier. Wie so ein Höhlenmensch. So. Da hinten ist ein Skelett. Mit dem wollen wir uns nicht anlegen. Das könnte jetzt noch recht tödlich werden. Oder enden, eher gesagt. So. Überall an den Bäumen mal ein bisschen was verteilen, dass wir spawnfrei von Monstern bleiben. Denn Monster spawnen hier in Minecraft nur ab einem gewissen Level der Helligkeit. Das heißt, wenn es hell genug ist, spawnen sie einfach nicht. Und das ist eigentlich das Ziel, das wir verfolgen. So, hier. Zack. Weg damit. Bam. So, hier war die Kohle, genau. Da können wir unseren Abstieg mal ein bisschen runterbauen. Und das Spiel wird nachher noch sehr komplex mit Red Light oder diesem Redstone. Irgendwo ist ein Skelett. Ich guck mal kurz. Ich pirsche mal nach oben. Guten Tag. Irgendwas schwimmt da unten. Sind das diese Tintenfische? Ich glaube schon. Dann bearbeiten wir einfach mal hier weiter unter Tage. Gucken wir mal, was hier rauskommt. Theoretisch könnten wir auch erstmal Sand holen, um uns Glas zu machen. Wobei, das würde ich, glaube ich, bevorzugen. Geht zwar ein bisschen drunter und drüber gerade, aber ist ein Let's Play. Ist ja nicht schlimm, denke ich mal. Bitte lass kein Creeper hinter mir sein. Bitte lass keiner hinter mir sein. Das ist eine ganz blöde Angewohnheit. Ich weiß aber, man will lieber auf der sicheren Seite sein. Man will sich das nicht unbedingt antun. So, wo könnten wir denn Sand herkriegen? Wahrscheinlich irgendwo aus dem Meer. Oder wir schlachten jetzt mal ein paar Kühe. Cowtipper. Ich glaube, das ist von Zipper abgelangt, oder? Könnte sein. Da hinten sehe ich wieder Kohle. Aber hier ist noch ein EP-Punkt. Bupp. Denn EP ist natürlich nicht schlecht im Endeffekt.
lässt sich noch einiges mitmachen. Können wir dann nachher dann im Laufe des Let's Plays sehen. So. Weg damit. Normalerweise macht man das einem fachgerechter, aber hier in Minecraft geht das auch so. Sogar an Kühen, die in Bäumen leben. Das eigentlich nicht gehen sollte. Hopp! Oh, ein Zombie. Wie siehst du denn aus? Monster Hunter. Können nebenbei auch ganz gute Sachen droppen. Und dieses verrottete Fleisch, was hier auch fällt, lässt sich in Notfällen verdrücken. Ist aber auch wirklich ungünstig oder ungesund. Da diese eine Vergiftung vorrufen oder Hunger, eher gesagt. Und dieser Hunger dann langsam an unserem Magen knurrt oder an unserem Magen arbeitet. Und dadurch wir eigentlich mehr Hunger haben als vorher. Also es ist wirklich eine Notlösung, die man hier vollziehen kann. Und ja. Wow. Ich dachte, das wäre ein Creeper. Ich habe es gedacht, das wäre ein Creeper. Das ist schon hier Amnesia 2. Oder Amnesia. Keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Ich würde Amnesia sagen. Ist ja jetzt auch Wurst. Das ist ein Minecraft-Let's Play. Mit fliegenden Blöcken. Ah ja. Okay. So, hier haben wir eine Höhle mit Wasserfluss. Okay. Zum. Müssen wir noch nicht unbedingt reingehen. Wir können uns erstmal die Ressourcen hier raus stibitzen. So, zack. 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 Aber das also Minecraft macht schon so, wenn man es mit ein paar Leuten spielt hier. Also mit euch zum Beispiel, liebe Zuschauer. Macht auf jeden Fall echt Spaß. Also, ist schon mal was anderes, als allein zu spielen. Oder um sich das hier allein aufzubauen. Wir bauen das ja dann für uns auf. Dann sind wir ja nicht allein. Ich war mal über ein paar Hühner glücklich. Ein paar Chicks. So. Einen Apfel reinhauen. Und hier ein bisschen gekochtes Fleisch. Das gekochte Fleisch lässt sich auch roh verdrücken. Ist aber so ähnlich wie das verrottete Fleisch. Es kann zu Vergiftungen führen. Kann HP abziehen. Und oder, muss man sagen, kann es auch dafür zuständig sein, dass ihr wieder Hunger bekommt und da habt ihr noch mehr Hunger. Gibt sowieso verschiedene Lebensmittel, die man sich hier reinhauen kann. Brot und Äpfel sind hier zum Beispiel, gekochtes Fleisch. Ich glaube, das war's auch schon. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Also ich hab lange nicht mehr gespielt. Bin jetzt dem neuesten Patch dann irgendwie so bewandert. Ich glaube, ich letztes Mal 1.3 gespielt. Jetzt haben wir 1.5.1. Und wo sind wir denn eigentlich? Nicht, dass wir uns jetzt hier verirren. Ich glaube, hier war unsere Hütte, oder? Genau, hier war das Wasser, dann waren da die Blöcke. Und dann war hier hinten unsere Hütte. Hoffe ich so. Hütte! Put, put. Ah, da hinten. Da ist direkt unsere Hütte. Die können wir direkt abreißen. Hier sind noch verschiedene Nahrungsmittel auf dem Boden. Das sind die Überreste des Baums. Naja. Das sind so Opfergaben, die sie uns geben, die Bäume. Wir sind natürlich ein Richter sozusagen. Und. Kleiner Hinweis an die Leute, die Minecraft gerade zum ersten Mal spielen. Wenn ihr euch Werkzeug macht, benutzt es auch nur für die Zwecke, für die es vorgegeben ist. Das heißt, mit einer Schaufel hier einen Baum abzuhauen, braucht nur unnötig Aufladung. Und macht das Werkzeug zudem auch noch kaputt. Ist natürlich ungünstig, weiß man eigentlich. Denn Werkzeug kostet Materialien und die muss man wieder sammeln. Das kostet Zeit und das kostet dann auch wieder Nerven. Wer brummt da unten zutage? Hallo? Wer mag es so verbrummt zu sein? Ein fliegender Baum. Weg damit. Bam. Bam. Weg damit. Zack. Und zack. Dass sie spawnt dann.
Das höhlen wir mal ein bisschen aus hier. Soll ja auch wirklich zeigen, dass hier eine Höhle ist. Das mal so, zack. Jetzt können wir das langsam mal abhacken hier. So. Ich hab so Gefühl, dass das gleich wieder dunkel wird, oder? Es könnte sein, dass es bald wieder dunkel wird, ja. Ich muss mal kurz... Wir müssen mal hier hoch. So. Haben wir hier wieder Kohle rumliegen. Da, da, Kohle, da, 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 Kohle. Zack. Und hoch. Hopp. Stimmt, mir fallen, wie ich gerade den Pilz da hinten gesehen habe, fällt mir noch ein, dass ich auch Pilzragout machen lässt. Das heißt, ja, Holzschüssel und dann Gibin. Und das kann man sich dann auch reinziehen, ob das jetzt auch, ob man das mag oder nicht, das ist dem Charakter, glaube ich, so größtenteils irgendwie egal. Ich bin gerade auf der Suche irgendwie nach ein bisschen Sand. Aber es lässt sich hier keinen Sand ausmachen. Hm. Vielleicht müssen wir etwas mehr spähen. Ich weiß es ja nicht. Oder, was ist das hier? Schnauf. Eine schnaufende Kuh. Wer hätte es gedacht? Steht da oben? Direkt, wenn ihr nach oben seht, ist da eine Kuh auf dem Baum über einem ungefähr gefühlten 30 Meter Abgrund? Tu es nicht, Willis! Tu es nicht! Was? Wermut hier zur späten Tage? Wermut hier zur späten Zeit. Mag uns jemand Sand geben? Wir sind auch ganz nett. Die Holzschaufel ist nur da, um zu verteidigen. Zu verteidigen, ja. Das hat der Bauer auch gesagt, nachdem ich ihm den Kopf abgeschlagen habe. Was? Nein, das war jetzt... Das war jetzt nicht... Das habt ihr nicht gehört. Ich weiß gar nicht, wo ich lang gehen soll. Wir müssen ja im Endeffekt irgendwo mal einen Ansatzpunkt haben. Ich wollte jetzt eigentlich die Hütte ein bisschen weiter ausbauen. Das bleibt uns aber wahrscheinlich noch verwehrt, da wir keinen Sand finden. Warum finden wir keinen Sand? Weil wir entweder zu blöde sind oder der Sand sich vor uns versteckt. Ich glaube eher Zweiteres. Der Sand versteckt sich vor uns, rennt die ganze Zeit weg. So. Dann fixieren wir das Ganze einfach schon mal mit Stein, würde ich sagen. Das Grundfundament wird hier Stein. Oder wenn Steine, Cobblestone sozusagen. So, zack, 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 zack. Hat da schon mal eine, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein gutes Fundament, was wir hier gerade machen. Und wir können die Hütte auch dementsprechend immer wieder erweitern. Wir können dann nachher noch ein Beach Bereich anbauen, also so ein, ja, Beach, naja, geht, also Beach kann man es jetzt nicht nennen, das ist eher so ein Hobby-Strand und, ja, dann bauen wir das Ding an und dann freuen wir uns ganz doll. So, ich hätte jetzt echt gern ein bisschen Sand, also wir sollten noch irgendwo ein bisschen Sand herkriegen, oder? Und das ist hier... Ich weiß gar nicht, wie sieht der Sand denn hier eigentlich aus? Das ist Dirt. Das bleibt auch weiterhin der Dreck. Ich spähe mal kurz hier rüber. Kann natürlich sein, dass unter Tage hier unter dem Wasser noch ordentlich Sand ist, aber das ist eine tödliche Gefahr, wenn wir nicht nach oben kommen. Ertrinken wir. Und ertrinken ist gleich Neuanfang. Aber das wollen wir doch nicht, oder? Wollt ihr ertrinken? Wollen wir ertrinken? Oder machen wir irgendwo anders ein Haus? Ich weiß noch nicht. Wir könnten natürlich auch noch weiter reisen. Komm Leute, wir machen das einfach mal. Wir holen uns einfach mal ordentlich Proviant. Wir haben ja ein bisschen was zurechtgejagt mit unserer Steinschwert? Steinschaufel? Mit unserem Meisterwerk. Dann müssen wir, können wir hier immer wieder zurückkehren. Geist?
Was ist das? Das war ein Geistermann. So, zack, zack. Wir gucken einfach mal, irgendwas wird schon passieren. Entweder wird uns ein Creeper wegbomben oder wir werden irgendwie vom Dach fallen und sterben und... Ich weiß nicht, irgendwas wird schon passieren. So. Dann packen wir hier mal 20 rein und da mal 19. Da nochmal 4 Kohle rein. Und hier genau das gleiche. Währenddessen warten wir auf Gegner. Kommt her! Ne, wir können uns mal einen kleinen Ausguck bauen. Zu jeder Seite ein kleines Loch. Naja, nicht zu allen, sondern eher zu dreien, damit ich mich noch irgendwo verstecken könnte. Sieht wohl eher nicht so aus. Das wäre tot. Unser Tod. Dreck. Dreck brauchen wir, glaube ich, nicht. Den packen wir mal hier rein, auch wenn wir gleich abreisen. Craften wir uns einfach mal hier ein paar Schutzsachen. So, zack. Wie war die Brust denn noch? So, genau. Zack. Und dann haben wir noch 4. Ich glaube, Kappe war 5, genau. Was gibt's denn noch zu craften? Die Hose. Die Hose braucht auch ein bisschen mehr. Können wir nicht mit dienen? Dafür ziehen wir uns einfach mal die Tunika hier jetzt an. Sind wir wenigstens ein bisschen geschützt. Zack. Und das Zischen war eine Spinne. Komm mal, wir jagen die Kühe nochmal mitten im Dunkeln. Geronimo! Und los geht's! Zack, 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 zack! Uiuiuiui! Da hab ich dich doch, du böses Vieh! Komm her! Komm her! Boom! Komm her! Komm her! Bam! Ganz nett! Boom! Wow, das war gar Bonus-Experience, so wie es aussah. Geile Sache. Das hat ordentlich EP gebracht. Wir sind jetzt schon Level 5. Und währenddessen passen wir auf, dass irgendwie steht da was, oder? Ein Zombie und ein Creeper. Das könnte man noch schaffen. Wenn einem nicht das Schwert wegbricht. Und noch ein Creeper, okay. So. Lassen wir die Creeper mal in Ruhe. Ich baue hier wieder dicht. So. Zack. Wir müssen aufpassen, denn sobald die Creeper nur in Reichweite oder in Sichtweite von uns kommen, könnte es knallen. Das wollen wir nicht. So, zack, ein Schwert. Da. Wow, 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 wow. Kühl ab, mein Freund. Kühl ab. Ich habe keine Ahnung, wo die gerade rumlaufen. Die könnten wirklich in jeder Ecke gerade rauskommen. Wo seid ihr? Kommt raus! Ich tue euch nichts. Na, irgendwie schon, aber... Das ist jetzt echt ein blöder Moment. Und los! Hä? Hä? Wo sind die denn geblieben? Hier war doch gerade noch ein Creeper. Hier war doch noch gerade ein Creeper. Ich bin doch nicht blöd. Creepy. Sprengmonster. Bist du ins Wasser gefallen? Hast dich nass gemacht? Hm. Irgendwie ist er weg. Da haben wir den anderen guten Kollegen. Und das machen sie meistens. Sie fliegen in die Luft und verursachen noch einen etwas, naja, geringen Schaden. Je nachdem, was man für eine Rüstung anhat. Auf Diamant macht es sozusagen keinen Schaden, auf Eisen wenig. Gold braucht ihr gar nicht anziehen, das ist eine Papierrüstung. So, da haben wir hinten ein Skelett. Sich umgucken, sich versichern, dass nichts kommt. Bam! Uiuiuiui! Bam! Skelett ist nicht gut. Skelett ist gar nicht gut. Die machen gut Schaden. So. Dadurch kriegen wir aber, durch die Skelette kriegen wir Knochenmehl. Und das Knochenmehl, was das genau kann, das zeige ich euch in der nächsten Folge dann, wenn wir unser Häuschen hier verlassen und dann langsam in Richtung der Großstadt kommen. Oder, naja, in Anführungszeichen Großstadt, die wir dann noch irgendwann in unserem Kopf aufbauen. Bis dahin sehen wir uns dann in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Let's Play Minecraft mit dem Kanal Let's Watch und mir Furion. Viel Spaß noch auf YouTube, Leute. Ciao.